Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute machen wir aus der Reihe Yoga Quickies nochmal eine sehr bewegte Praxis, aber wirklich sehr sanft dabei. Also sieh auch zu, dass du wieder so übst, wie es für dich am besten passt. Das heißt, wir üben langsam, aber eben durchaus kraftvoll. Also bringen wirklich den Körper mal schön in die Bewegung, in die Wärme hinein, was so ein bisschen zu dem Wetter, was aktuell draußen herrscht, als ich dieses Video aufnehme, nämlich im Herbst sehr kühl, sehr regnerisch ist. Dazu passt es mal, den Körper ein wenig zu erwärmen. Gut, das heißt, du brauchst eigentlich als Hilfsmittel in der Hauptsache zwei Blöcke. Also das hilft immer. Ich benutze sie super gerne und falls du aber keine Blöcke hast, bist du vielleicht gewohnt, mit zwei großen Büchern zu arbeiten. Also such dir die Hilfsmittel, die du zu Hause hast und mit denen du gewohnt bist zu praktizieren. Ich nutze auch immer gerne noch meine Decke für die Knie und eben auch zum Sitzen oder für die Endentspannung. Auch hier feel free, hol alles ran, wo du glaubst, was dir bei dieser Praxis helfen kann. Und dann legen wir wie immer los. Im Sitzen. Das heißt also, finde zuerst mal einen Sitz, wo du jetzt die ersten ein, zwei Minuten kurz fürs Ankommen Platz nehmen kannst. Also mir ist immer ganz wichtig, auch in kurzen Yoga-Sequenzen Zeit zu nehmen, im Hier und Jetzt anzukommen. Wenn das für dich in Ordnung ist, schließ gerne deine Augen. Falls nicht, lass sie sanft geöffnet und einen Punkt, der sich jetzt nicht so doll bewegt, damit du einfach auch zur Ruhe kommen kannst. Denn das Ankommen dient ein wenig der Zentrierung, damit wir wirklich die Zeit auf der Matte ganz bewusst beginnen, damit wir hinter uns lassen, was vielleicht schon alles war am heutigen Tag und auch uns noch nicht damit beschäftigen, was vielleicht alles noch kommt. Das heißt, nimm für einen Augenblick wahr, wie es sich jetzt anfühlt, hier zu sitzen. Spür den Untergrund. Spür ein wenig die Verankerung, die dein Körper jetzt mit der Erde eingeht. Dass du getragen wirst. Dass du jetzt auch mal loslassen darfst. Nimm einen Augenblick deinen Atem wahr, wie er kommt und geht. Und um ihn besser zu spüren, leg doch mal eine Hand auf den Bauch und die andere Hand auf den Brustkorb und nimm die Atembewegung ganz bewusst wahr. Spür, wie mit jeder Einatmung sich Bauch und Brustkorb heben und ausdehnen. Und wie mit der Ausatmung wieder alles in sich zusammensinkt. Ganz natürlich. Und dann lass die Hände wieder sinken, kannst, wenn du die Augen geschlossen hattest, sie wieder öffnen. Und dann beginnen wir mit unserem heutigen Flow. Komm doch auf Hände und Knie in den Vierfüßlerstand. Ich lege mir immer gerne die Decke, wie gesagt, unter die Knie. Und dann komm in den Vierfüßlerstand, wie er für dich in Ordnung ist. Das heißt also, ich zeige es dir mal, damit du die Hände besser sehen kannst. Also ich setze gerne die Hände etwas weiter auseinander auf und also spreiz wirklich ganz weit die Finger für eine gute Basis. Also schau mal, wie das für dich passt. Also du musst nicht genau die Handgelenke unter den Schultern haben, wie es oft unterrichtet wird, weil dieser 90-Grad-Winkel ist nicht für jeden angenehm im Handgelenk und auch nicht in den Schultern. Also finde mal so den Winkel, wie du die Hände gerne aufsetzen möchtest.
möchtest und auch nicht unbedingt zu eng. Schau mal, wie es für dich passt. Und dann beginnen wir jetzt mit so dynamischen Bewegungen, einem Crunch quasi. Das heißt also, du nimmst jetzt mal das rechte Bein nach hinten und oben, so dass es ungefähr auf Hüfthöhe ist. Die Zehen zeigen nach unten. Jetzt musst du vielleicht die rechte Hand ein wenig mehr zurücknehmen, um das auszubalancieren, weil wir jetzt die linke Hand erstmal heben. Das heißt also, schau mal, wie das jetzt für dich hier passt in dieser Balanceposition und ob du links die Zehen aufgestellt lassen willst oder auf den Fußrücken kommst. Auch das ist individuell, wo du mehr Stabilität verspürst. Und jetzt atmen wir hier ein, ziehen uns über die Diagonale lang und ausatmen bringst du unter dem Körper Knie und Ellbogen zusammen. Nochmal einatmen, auseinanderziehen und dann ausatmen. Rund machen, immer in deinem Atemrhythmus. Dreimal, viermal. Und beim fünften Mal bleibst du gerundet, drückst den Ellbogen mal gegen das Knie und bleibst ein paar Atemzüge hier. Und dann noch ein letztes Mal ausstrecken, langziehen, langziehen, langziehen. Und dann setz mal den rechten Fuß hinter dem linken Fuß auf der Matte auf, setz den linken Arm auf und öffne dich mit dem rechten Arm Richtung Decke. Spür auch hier wieder, dass das Balance braucht, wenn du auf der gleichen Ebene bist mit dem Körper. Und jetzt kannst du entweder versuchen, hier mal das rechte Bein zu heben und schauen, wie das ist, das auszubalancieren. Oder du bringst das linke Bein etwas nach außen als Stütze und bringst dann das rechte Bein nach oben. Schau mal, welche Variation jetzt für dich passt. Du kannst auch beide mal ausprobieren für den Unterschied. Kraftvolle Haltung, egal in welcher Position. Und dann setz den rechten Fuß wieder auf, dreh dich wieder nach vorne, rechtes Knie neben das linke Knie. Und jetzt kannst du mal so dynamische Kreise machen um die Handgelenke herum und hinten Richtung Fersen mit den Gesäß kommen. Also richtig schöne große Kreise. Erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und dann machen wir die andere Seite. Komm also wieder in den Vierfüßlerstand. Streck diesmal das linke Bein erst nach hinten aus und dann nach oben. Streck dann den rechten Arm aus, Daumen zeigt nach oben, linke Zehen zeigen nach unten. Und dann finde erst hier die richtige Balance. Drück auch wirklich mit dem Bauch nach oben, also spann den Bauch an, sodass dein unterer Rücken nicht durchhängt. Schöne aktive Körpermitte und dann einatmen, langziehen, ausatmen, rund. Wieder einatmen, langziehen, in Summe wieder fünfmal. Und bei deiner fünften Wiederholung bleibst du einen Augenblick in der Rundung. Drückst wieder den linken Ellbogen gegen das linke Knie. Halten, halten, halten. Und nochmal langziehen. Und dann wieder den linken Fuß hinten aufsetzen, rechte Hand aufsetzen und dann mit dem linken Arm Richtung Decke öffnen erst. Gucken, wie sich das anfühlt oder ob du den rechten Fuß nach außen bringen möchtest. Und dann bring das linke Bein auf Hüfthöhe. Körperspannung halten. Du siehst, bei mir auf der Seite ist das auch recht wackelig heute. Und dann linken Fuß absetzen, wieder zur Mitte kommen. Und dann bring die Hände ein Stückchen weiter nach vorne. Und entweder wanderst du jetzt nur mit den
Knien ein kleines Stückchen nach hinten, dass du in so eine unterstützte Plank-Position kommst, ne? Und hier also wirklich schön Bauchmuskeln aktivieren, Hände fest in die Matte pressen und dann hier bleiben einen Augenblick oder du hebst die Knie vom Boden ab und bleibst einen Augenblick hier in der Plank-Position. Wichtig ist nicht durchhängen, kein Zelt machen, sondern wirklich eine Ebene. Nacken ist entspannt. Und egal, wo du bist, ob hier oder hier, noch 2, 3 Atemzüge. Und dann leg dich auf den Boden ab. Mach einen Augenblick Pause auf dem Bauch. Leg mal die Stirn auf den Händen ab. Und dann kommen wir jetzt zur Heuschrecke. Nochmal Bauch und Rückenmuskulatur aktivieren. Das heißt also, nimm mal die Hände mit den Handflächen nach innen, nach hinten, roll die Schulterblätter auch gleichzeitig schon nach oben und zusammen und dann hebst du die Beine ab. Spann den Bauch an und komm dann so hoch, wie das für dich angenehm ist. Und nimm auch die Beine so weit auseinander, wie das für deinen unteren Rücken passt. Und dann hier ein paar Atemzüge bleiben. Und wieder ablegen. Körper entspannen. Und dann nochmal, gleiche Übung. Zuerst kommst du in die normale Heuschrecke und jetzt bringst du abwechselnd den linken und den rechten Arm nach vorne. Koordinier das wieder mit deiner Atmung. Mach sanfte Bewegung. Kannst dich auch entscheiden, bei dieser Runde mal die Beine am Boden zu lassen. Gucken, wie sich das anfühlt. Also immer so üben, wie es für dich passt. Und dann nochmal ablegen. Spür schon mal auch die Wärme jetzt langsam im Körper. Und dann stoß dich mit angespannte Bauchmuskulatur nach oben. Nimm wieder die Hände so, wie das für dich passt und komm in den herabschauenden Hund. Also so, dass deine Schultern genug Platz haben. Stoß die Hände wirklich komplett in die Matte mit viel Kraft. Beine können gebeugt sein. Wichtig ist langer Rücken, entspannter Nacken. Und nimm hier ein paar Atemzüge, kannst hier statisch bleiben oder du kannst den Hund spazieren führen, sodass sich die Fersen abwechselnd vom Boden lösen. Und dann kannst du mal den linken Fuß auf dem Boden lassen. Bringst das rechte Bein nach hinten oben in den dreibeinigen Hund und dann stoß dich schon so nach vorne, dann kommst links auf die Zehenspitzen und bringst dann das rechte Knie unter dem Körper nach vorne und setzt den rechten Fuß auf. Und jetzt kommen hier die Blöcke ins Spiel, wenn du sie gerne benutzen möchtest. Das heißt, wir sind jetzt in so einem Ausfallschritt und wir wechseln jetzt dynamisch von einer auf die andere Seite und verändern hinten die Fußposition. Also pass einen Augenblick auf. Zuerst kommen wir jetzt mit dem rechten Arm geöffnet Richtung Decke mit dem Einatmen. Drehhaltung. Bring dann mit dem Ausatmen rechte Hand wieder zurück. Dann setzen wir den Fuß hinten auf, sodass die Zehen leicht nach innen zeigen. Und dann öffnen wir uns mit dem nächsten Einatmen mit dem linken Arm in eine offene Haltung, wieder Richtung Decke. Dann wieder zurück mit dem Ausatmen, drehst du dich wieder nach vorne, bringst auch den linken Fuß wieder nach vorne in die neutrale Position und wieder mit dem rechten Arm einatmend nach oben in die Drehhaltung. Also wir wechseln zwischen diesen Positionen hin und her. Das heißt also,
offene Winkelhaltung und Drehhaltung. Noch einmal. Wenn du jetzt wieder neutral in der Mitte bist, bleib einen Augenblick hier. Setz dann die Blöcke nach vorne oder eben komm auf die Fingerspitzen vorne, stoß dich hinten ab und beug dich mal mit dem Oberkörper tief, kannst das rechte Bein auch gebeugt lassen, in so einen stehenden Spagat. Und dann pass auf, dass du nicht die Hüfte zu sehr aufdrehst und die Zehen sollen wieder nach unten zeigen. Und dann bleib einen Augenblick hier. Löst dich dann, also ganz langsam kommst du nach oben, löst die Hände vom Boden, bringst das linke Knie nach oben, komm ins Einstand. Bleib einen Augenblick hier. Und dann kannst du, wenn du magst, dein Bein an der Innenseite des rechten Oberschenkels ansetzen. Für die Baumposition oder du bleibst einfach in der Position von vorher, ne, in dieser einbeinigen Balanceposition. Du kannst auch deinen Baum noch wachsen lassen, wenn du möchtest, geht auch in dieser Position. Wähle das jetzt, was für dich am besten passt. Ne? Egal ob hier oder hier. Und dann löst dein Bein, wo immer es ist. Bring es zum Boden. Bring ausatmen, noch die Hände vor die Brust. Lass mal die Hände sinken. Spür mal, wie es dir jetzt geht nach dieser ersten Runde. Leg noch mal eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb. Nimm einen Augenblick noch mal deinen Atem wahr. Und dann im Einatmen die Arme nach oben, zieh dich lang, ausatmen, Knie beugen, komm mit dem Oberkörper tief. Und dann bring dein linkes Bein nach hinten. Nein, hatten wir das rechte Bein vorne? Wir hatten das rechte Bein vorne, ne? Das heißt, wir bringen das linke Bein nach vorne, Entschuldigung, gehen mit dem rechten zurück. Und machen jetzt den gleichen Bewegungsablauf hier. Das heißt also, ich mache es gerne wieder mit den Händen auf den Blöcken. Wenn du lange Arme hast und das für dich kein Problem ist, den Boden zu erreichen, brauchst du das natürlich nicht. Und dann kommen wir wieder zuerst. Hier lassen wir jetzt den rechten Arm auf dem Block. Einatmen mit dem linken Arm Richtung Decke. Zieh dich auf. Drehhaltung. Ausatmen. Linke Hand auf den Block. Bring hier rechts den Fuß zum Boden, Zehen zeigen leicht nach innen. Einatmen, offene Winkelhaltung, gestreckte Winkelhaltung mit dem Arm diesmal, aber nach oben, sonst kennt ihr die Haltung vielleicht so. Und wir machen sie jetzt einfach in der geöffneten Variante. Und dann wieder zur Mitte, Fuß gerade richten und linken Arm. Auch hier wieder in deinem Atemrhythmus in Summe 5. Bis 6 Mal. Ich weiß nämlich nicht genau, wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben, weil ich so viel geredet habe, habe ich nicht so genau mitgezählt. Aber irgendwas zwischen dem war es. Ich würde sagen, letztes Mal. Das heißt, wenn du jetzt wieder zur Mitte kommst, bringst du nochmal die Blöcke nach vorne oder kommst vorne auf die Fingerspitzen und stößt dich nochmal ab. Kommst diesmal mit dem rechten Bein nach oben in diese Art stehender Spagat. Spür links, wie der Fuß arbeiten muss, wie die Oberschenkelrückseite arbeiten muss. Noch ein, zwei tiefe Atemzüge hier. Dann ganz langsam löst du dich vom Boden, bringst das rechte Knie nach vorne. Erst einen Augenblick hier halten. Und dann kannst du wieder entscheiden, ob du jetzt das Bein einfach noch ein bisschen halten willst, hier vor dem Körper, und dich hier aufrichten willst. Oder ob du dein Bein irgendwo hier oder hier
oder am Boden, ne, in so eine Baumposition bringen möchtest. Auch wie du die Hände positionieren möchtest, wie sich das jetzt für dich gut anfühlt. Ne? Also finde deine Position. Alles ist so, wie es für dich stimmt, am besten. Hier noch 2 bis 3 Atemzüge. Und absetzen. Ausatmen, Hände vors Herz. Und da wir jetzt so schön im Flow waren, so schön aktiviert sind, machen wir jetzt nur eine kleine Abschlussentspannung im Stehen. Also komm nicht mehr ins Liegen in Shavasana. Nimm nochmal die eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb. Spür nochmal ganz bewusst hinein, wie es dir jetzt geht. Nimm nochmal deine Fußsohlen wahr, wie sie jetzt hier auf der Matte stehen. Wie du auch hier gut geerdet bist. Wandere von hier nochmal die Knöchel hinauf, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Becken, Gesäß, beide Beine gleichzeitig. Spür in Körpervorderseite, Körperrückseite, deine Arme, deine Schultern, Kopf und Gesicht. Nimm nochmal deinen Körper als Ganzes wahr. Und auch, was sich vielleicht verändert hat zu Beginn der Praxis. Ist dir jetzt wärmer als vorher? Wie fühlt sich dein Körper an? Was macht deine Atmung? Was macht dein Geist? Dann verweile hier ein paar Sekunden noch in Stille. Du kannst die Hände dafür auch sinken lassen. Dann nehmen wir zum Abschluss noch gemeinsam einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Und dann kannst du gerne die Augen wieder öffnen. Und dann sage ich willkommen zurück aus dieser aktivierenden Yang-Praxis. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir gefallen hat, dieser Yoga-Quickie. Und ich freue mich sehr über deine Kommentare unter diesem Video. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das doch sehr gerne und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ganz herzlichen Dank für diese gemeinsame Praxis. Bis zum nächsten Mal. Lokha Samasta Sukhino Bhavantu. Deine Yvonne.